Moin, hier bei Jaisop Klagemauer TV Lützeburg. Seit dem Jahr 2006 hat sich in Deutschland 12 von den ADHS-Diagnosen bald verdoppelt. Die Firma Novartis hat allein mit Medikament Ritalin, ein Mittel gegen ADHS, 464 Millionen Dollar im Jahr 2010 umgesetzt. Der Psychiater Peter Bregen sieht ADHS als eine erfundene Krankheit. Hier greift ganz stark die Pharmaindustrie und auch Doktoren an, als seht. Geht in das Medikament engem Schimpansen, hält ihn ob zu spielen, zu ermöbeln und sogar aus seinem Käfig wollen fortzulaufen. Aber wenn ein Kind so ein Medikament kriegt, geht seine Spontaneität genauso zerstört. Auch der Schweizer Professor und Erziehungsexpert Remo Largo ist ganz besorgt, als seht. Nehmen 1% von ADHS-Kindern reagieren gut auf die Medikamente, aber brauchen sie auch wirklich. An all die anderen Kindern, anders als der größten Teil, kriegen das Medikament aus Gründen, die ich nicht berechtigt gesehen. Noch mehr radikal gesagt den Erfinder von ADHS, den amerikanischen Psychiater Leon Eisenberg. Kurz vor seinem Tod hat Eisenberg dem Wissenschaftsjournalist Jörg Blech zugegeben. ADHS als ein Paradebeispiel für eine geschärfte Krankheit. Zum Schluss noch ein Zitat von Aldous Huxley. Medizinforschung hat enorm Fortschritte gemacht, so dass es heute bald kein gesunder Mensch mehr gibt. Das war es für heute. Eddie.